Hallo, schön, dass Sie sich diesen Beitrag anschauen. Wenn er Ihnen gefällt, mehr davon und täglich auf cashkurs.com. Einen wunderschönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum neuen Handelstag. Der DAX heute Morgen 9000 Punkte, nicht Fisch, nicht Fleisch. Die Korrektur der starken Abwärtsbewegung läuft weiter. 9130 wäre nach oben so ein Ziel, das man durchaus ins Auge nehmen kann. Das wäre die Hälfte der Abwärtsbewegung als Korrektur. Das ist immer eine Größe, die ganz gerne mal genommen wird, besonders nach heftigen Bewegungen. Ob es soweit kommt, warten wir den Tag mal ab. Nach unten Unterstützung bei 8800 und natürlich 8350, das Tief der letzten Tage. Darunter wird es sehr schnell sich beschleunigen. Also das die Leitplanken für den heutigen Tag. Ansonsten, es gibt Informationen aus den Unternehmen. Aus Italien bekommen wir eine neue Anleihe, mal wieder eine Patriotenanleihe, wie es heißt, in Fachjargon auch gerne Idiotenanleihe genannt. 7,5 Milliarden sammelt man da ein mit 1,25% Rendite, der Zins darauf, meine Damen und Herren, und das bis zum Jahr 2020. Also gut, das ist inflationsgeschützt, sei es drum, aber so lange Zeit Italien das Geld zu leihen, bei extrem niedrigem Zins, wer weiß, wie das weitergeht. Da gibt es durchaus interessantere Anlageformen, nämlich bei den Aktien, aber dazu im Laufe der nächsten Berichtsteile. Amazon, die haben berichtet, die haben einen steigenden Umsatz hingelegt, ja, aber auch einen steigenden Verlust leider. Die Vertriebskosten gehen durch die Decke, Forschung und Entwicklungskosten steigen weiter an, also man ist weiter am Unternehmensaufbau. Das Unternehmen, wenn man schon keine Gewinne macht, die namhaft wären, dann müsste man sich vielleicht sagen, naja, vielleicht ist dafür das Unternehmen gut bewertet, aber auch das ist nicht der Fall. Zehnfacher Buchwert wird hier bezahlt, also da ist unglaublich viel Glaube und Hoffnung in Amazon drin. Möglicherweise, wenn sie irgendwann mal die ganz große Marktführerschaft der Welt haben, dass man dann sagt, so und jetzt können wir uns aufs Geld einsammeln konzentrieren. Darauf liegen auch die Hoffnungen der Anleger, aber die sind gerade ein bisschen enttäuscht. Nachbörslich die Aktie 10% minus. Aktuell kann man die absolut nicht zum Kauf empfehlen. Die gehören noch nicht zu denen, die bewiesen haben, dass sie außer Umsatz auch gewinnen können. AT&T, das ist ein amerikanisches Telekom-Unternehmen, vielen sicherlich aus alter Zeit noch bekannt, sehr altes Unternehmen, im dritten Quartal gestiegener Umsatz, aber auch wieder mal gesunkener Gewinn, um 20% ging es da nach unten und die Umsatzerwartungen hat man gleich noch mitkassiert, 3% nach unten hier. Bei Microsoft etwas positiver, dort ein Gewinn von 54 Cent pro Aktie, erwartet waren 49, also die Erwartungen übertroffen, allerdings waren es im Vorjahr noch 62 Cent. Der Umsatz bei 23 Milliarden, Vorjahr 18,5 Milliarden. Microsoft gehört zu den besseren Unternehmen, gutes Unternehmen, aber deutlich zu teuer. 45 Dollar momentan, die Aktie nachbörslich bei 46 Dollar. Billig wird die erst unter 30. Also gutes Unternehmen kann man sich mal auf die Liste setzen, aber noch zu teuer zum Zukaufen. Pfizer, hier sieht es ein bisschen besser aus. Pfizer, Aktienrückkauf angekündigt. Die wissen nicht, wohin mit dem Geld. 11 Milliarden Dollar Aktienrückkauf. Sie haben noch 1,3 Milliarden aus einem alten Programm in petto, das sie auch noch einsetzen können. Die Aktie gewinnt nachbörslich 2%. Der Aktienkurs ist relativ langweilig bei Pfizer und auch die Gewinnentwicklung. Das ist kein Unternehmen, das im großen Aufbau begriffen ist. Das ist kein Unternehmen, das noch große Entwicklungen zumindest kurzfristig absehen lässt, dass hier wahnsinnige Sprünge passieren. Aber es ist eine unglaubliche Cash-Cow. Die verdienen sich dumm und dusselig, die Vermögen auf den Konten wachsen, die wissen nicht, wohin mit dem Geld. Und dann schüttet man Dividende aus, dann kauft man Aktien zurück. Pfizer ist eines der klassischen Unternehmen, das man haben kann, wenn man einfach nur eine stabile Rendite möchte, wenn man einfach nur ordentliche Erträge möchte, an einem guten Unternehmen beteiligt sein will, das bewiesen hat, dass es Geld verdienen kann. Er ist vermutlich in den nächsten Jahren ebenfalls noch jedes Jahr ordentlich Geld verdient und seine Aktionäre daran teilhaben lässt, also nicht in neues Wachstum steckt, sondern auskehrt. Aktienrückkäufe ist nichts anderes als Auskehren von Geld an die Aktionäre und das bei einer Dividendenrendite von aktuell 3,6%, also Pfizer gehört zu den Standardwerten für langfristig nicht mal für den Vermögensaufbau, sondern auch nur, wenn man das Geld einfach nur halten will und auch eine jährliche Rendite haben möchte, gehört Pfizer zu den ganz, ganz interessanten Unternehmen.
anders bei Tesla. Die kann man keine momentan empfehlen, ins Depot zu legen. Und Daimler und Toyota sehen das genauso. Daimler hat die Tage schon angekündigt, auszusteigen. Die haben 4% Anteil in Tesla, trennen sich jetzt davon, wollen das Geld lieber im eigenen Unternehmen investieren, haben auch große Gewinne mit diesen Beteiligungen gemacht. Die Aktienkurse bei Tesla sind ja explodiert. Auch Toyota steigt jetzt aus. Die hatten 2,4%. Auch die sagen massiv überbewertet. Weg damit, das Geld nehmen wir mal nach Hause. Da haben wir gut verdient dran. Tatsächlich, wenn man in die Bücher schaut, Tesla besteht ausschließlich aus Glaube und Hoffnung. Mehr ist da momentan nicht dahinter. Kann funktionieren, kann schiefgehen, ist Spielbank. Also das ist nur was für hartgesottene, zukunftsgläubige. Tesla mag funktionieren, aber von Bewertungen, die halbwegs vernünftig wären, sie ist mir meilenweit entfernt. Deshalb, also da kann man wirklich nur den Zockern empfehlen, sich zu engagieren. Langfristige sichere Geldanlage bei Tesla eher nicht. BASF, das ist eines der langfristig starken Unternehmen, wenn auch da in der Bilanz so einige Dinge sind, gerade was die Margen angeht, wo man sagen kann, naja, es gibt bessere, aber sicherlich der Marktführer bei den im Chemiebereich sehr, sehr konjunkturabhängig und immer so ein Kanarienvogel in der Kohlemine. Das ist einer der ersten, bei denen die Alarmglocken schrillen, wenn es in der internationalen Konjunktur nicht gut läuft. Und das sehen wir bei BASF jetzt schon eine Weile. Und die Aktie heute Morgen 2,5% minus wegen einer Gewinnwarnung für 2015. Man wird die Umsätze nicht halten können. Man sieht die Probleme in der Weltwirtschaft. Man nimmt die Prognosen runter. Der Gewinn vor Steuern und Abschreibungen wird nur noch mit 10 bis 12 Milliarden Euro angegeben. Erwartet waren 14 Milliarden bisher für 2015. Genau weiß man es noch nicht. Also hier auf jeden Fall Warnzeichen für die internationale Konjunktur von der BASF. Wie gesagt, das Unternehmen prinzipiell gut fürs Depot, aber es gibt wie gesagt auch da ein bisschen Schattenseiten, gerade in Bezug auf die Margen. Vinci und Saint-Gobain, das sind französische Baukonzerne, auch die melden Umsatzrückgang, das ist wenig verwunderlich. Die Arbeitslosenquote in Spanien, wenn wir was Positives mal vermelden wollten, geht leicht zurück auf 13,7%. Nun gut, der Tourismus lief wohl ganz gut im Sommer und die Bautätigkeit soll auch wieder anspringen, heißt, dazu gab es ja viele Abwrackprämien in den letzten anderthalb Jahren. Also von daher Spanien. Nun gut, die Tendenz der Arbeitslosenquote geht zumindest in die richtige Richtung, wenn auch sehr langsam. Mal sehen, ob das nachhaltig bleibt. Hoffen wir, tun wir es alle mal. Kurz zur Politik. Ja, Merkel äußert sich, die EU muss die Ukraine bei der Bezahlung der russischen Gasschulden unterstützen. Wir müssen diese Schulden der Ukraine übernehmen. Ja, warum eigentlich? Ich finde es eine ziemliche Arroganz der Politik. Offen gestanden, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich arbeite eigentlich nicht, um den Ukrainen ihre Gasrechnung zu bezahlen. Ich weiß nicht, wie Ihnen das geht. Warum soll ich für die amerikanischen Machtfantasien bezahlen? Soll doch die USA die Rechnung übernehmen? Die wollen die doch in die NATO haben. Die wollen doch unbedingt hier Russland unter Druck setzen und hier ihr geostrategisches Spiel machen. Dann sollen sie doch die Rechnung dafür übernehmen. Aber hier zu zündeln und hier groß auf Zampano zu machen und hier die Ukraine muss in die NATO, die Ukraine muss in die EU und gefälligst hat die EU und deren Bürger das dann auch noch zu bezahlen, das finde ich also ziemlich dreist. Und so George Soros, der ja da immer ein ganz freudiger Vertreter dieser Strategie ist, dieser Themen ist, der fordert die EU jetzt auf, die Ukraine endlich mal militärisch und finanziell zu unterstützen, liest uns mal ordentlich die Leviten, dass wir gar nicht wissen, was wir da eigentlich tun, dass wir uns eigentlich endlich mal klar sein müssten, dass wir europäische Staaten praktisch Staaten im Krieg mit Russland sind und dass wir da jetzt entsprechend auch handeln sollten, militärisch die Ukraine unterstützen und natürlich finanziell erst recht. Jawohl, Herr Soros, herzlichen Dank für die Belehrungen. Gott sei Dank sehen die deutschen Unternehmer das ein bisschen anders. Die sehen in großen Teilen nämlich das, was hier passiert, überhaupt nicht als gut an. Die wollen die Ukraine weder in der NATO haben noch in der Europäischen Union. Die wollen Geschäfte mit Russland machen. Und die deutschen Vertreter vieler DAX-Unternehmen führen diese Gespräche, Gott sei Dank, auch mit der russischen Seite weiter. Das ist dann Realpolitik im Gegensatz zu dem, was man sich ja aus Washington aufs Auge drücken lässt. Ja, großes Thema auch in den Medien heute nochmal der Stresstest, der Bankenstresstest, der am Sonntag offiziell bekannt gegeben wird. Heute sollen die Banken informiert werden. Am Sonntag wird es dann offiziell bekannt gemacht und was wird da wohl rauskommen bei diesem Bankenstresstest? Jetzt hatten wir ja schon einige Stresstests in den letzten Jahren gehabt. Die haben sich jedes Mal als Farce herausgestellt. Da wurde gestreichelt, da wurden als Extremszenarien wurden dann ganz harmlose Szenarien verwendet und ich erwarte diesmal auch nichts anderes. Deshalb verzeihen Sie es mir, wenn ich diesem Bankenstresstest nicht allzu viel Zeit widme. Die nutzen wir lieber anders, nämlich bei einem sonnigen Wochenende. Ich wünsche Ihnen ein fröhliches, selbiges, machen Sie es gut und bis nächste Woche.